Und herzlich willkommen zum Husten, zum Allgemeinen, zu Fable Anniversary mit dem alten Mann, der jetzt hier erstmal eine Möhre. Oh, ein Machtzeitaltertrank. Sehr schön, den trinken wir sofort. Warte mal. Nee, so ging das, so. Ach ja, hier. Gegenstände. Tränke. Benutzen. Ein mächtiger Mann. Ja, ich habe jetzt gerade Stärke 1000 gekriegt. Bekommen. Gekriegt bekommen. Ja, ich bin der Henry. Ja, ich weiß das schon. Aua! Das war klar, das kommt, wenn man gierig wird. Lass mich mal durch. Danke. Maske. Ein würdiger Freund. Wenn ihr wüsstet. Eine Wiederbelebungsfiliole. Fili. Oh, die sind blau. So, gut. Das war gut. In die Kisten zu schauen, in die Fässer. Jetzt schauen wir uns mal hier noch um. Die sind alle ein wenig blitzeblau, glaube ich. Wie geht's? Wie steht's? Gestern ging's noch. Was haben wir hier oben? Und? Freuen sich die Damen auf Zwillingsklingsunterhaltung? Hilfe! Lasst uns hier raus! Man braucht einen Schlüssel für die Käfigtür. Oh, hier kann ich mich dran erinnern. Kommt ihr um, Zwillingskling? Sind sie nicht wunderbar? Das wird eine tolle Party. Ihr seht alle gleich aus. Hier oben sieht uns keiner. Der Wächter hat den Schlüssel. Holt ihn. Solltet ihr auch. Ihr seid es nämlich. Wenn er wieder hochkommt. Helft uns. Wenn er wieder hochkommt, Kinder. Oder machen wir das nachher? Erstmal noch nicht. Ich sondiere erstmal das Gelände. Ich habe euch nicht vergessen, Kinder. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gleich machen muss oder ob man lieber nicht noch ein bisschen... Alter, liegt was Gutes. Er hat irgendwie eine Aura. Ja. Ich habe die Aura von der Laura. So. Ein Fass? Was ist das für einer? Sprecht mit Roderick. Er erledigt den Öffentlichkeitskram. Sein Herz schon stark, was? Mir fiel auf, dass ihr die Tore zu Zwillingsklings Quartier betrachtet habt. Vielleicht könnten wir die Reservewächter irgendwie rauslocken. Das Tor wäre dann offen für euch. Natürlich erfordert so ein riskantes... So viel Geld. Ein faires Angebot in diesen schlechten Zeiten... Wir sind hier. Ja, ist ein gutes Angebot, aber ich habe leider nicht die nötigen finanziellen Mittel im Moment zur Verfügung. Da ist noch eine Truhe. Oh, du bist ganz schön. Dem jede Dude. Ein Tofu. Fuh. Hi. Warte, ich bin ein... Ja, hi. Da kann ich wieder pennen. Und hier kann ich... Attentäterhose. Aha. Die nehmen wir mal. Eine Attentäterhose. Warum finde ich denn jetzt hier noch so eine Sachen? Und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt könnte ich mich ja mal... Könnte ich ja noch eine gute Tat in dieser Folge machen. Wir freuen uns jedenfalls schon an. Ich hau ihn! Ich geht noch nicht! Jetzt! Oh! Schnell! Oh, geschafft! Bitte helft uns! Ich weiß zwar nicht, ob das richtig ist, wenn ich die jetzt freilasse, aber ich lasse sie jetzt mal frei. Mal gucken, was passiert. Recht herzlichen Dank. Gern geschehen. Ich dachte schon, wir würden sterben. Aber jetzt schnell hier weg, bevor die Wächter das spitz kriegen. War das wieder Lisa Simpsons, die Erwachsene?
Ach, jetzt gehen die Tore auch auf. Zwillingsklings Geiseln sind frei. Schnappt sie, bevor sie entkommen. Gut. Das war ein willkommenes Ablenkungsmanöver. Also von meiner Seite aus. Schnell hin. Ich kleiner Schlawiner. Noch schnell ein Apfel essen. Gut gemacht. Das Tor ist offen. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklings Gebiet. Ja, haut alle ab. Warum sind die alle nackig? Was hat er da für eine Orgie gefeiert? Kommen lauter nackte Männer rausgehüpft. Ich habe auf euch gewartet. Oh. Sekunde, Jungs. Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Das habe ich übrigens überhaupt für hässliche Ohrringe. Ach du Kacke. Ich glaube, jetzt mache ich einen auf Verkacken. Oh. Oh, das Sie ist ja unfair. Sagte, ein Gildepüppchen würde kommen und da seid ihr schon. Meine Klingen brennen darauf, euch zu treffen. Aua. Sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Was hast du denn da auf dem Rücken? Oh. Ah. Oh, schnell weg. Ich gehe hier rein. Au, kann ich hier rein? Nee, doch, ich kann hier rein. Kommt er hinterher? Ah, jetzt. Hinten. Schnell weg! Lauf! Warum bleibt denn der jetzt stehen? Ach so, weil ich Schleichen gedrückt habe. Ich hab verkrampft auf den Knopf gedrückt. Oh, hohoho. Kacke. Wo wollt ihr denn hin? Wohin das Hinschlüpfchen? Oh, ich roll mich weg. Oh, schnell trinken. Oh, mir geht's gar nicht gut. Au! Er ist wieder... Halt! Nun mach doch! Hau ihn in den Rücken! Ah, ein Schlag. Ich hab ihn ja noch gar nichts abgezogen. Oh. Also, na nun, spring doch mal! Ach so, ich drück auf die falsche Taste. Ja, das ist zum Kotzen. Hallo, Spiel. Mach, was ich will. Ach, so geht's auch. Kommt der wieder her? Was haben wir denn hier drin? Ich guck jetzt schnell in die Kiste. Wartet der auf mich? Ja, die kann ich gut gebrauchen. Wo ist er? Da ist er. Ich versteck mich. Ah, ich hab doch. Das hört man doch. Ups, weg. Und. Ich darf nicht zu weit. Ah, von ihm weg, wollte ich sagen. Muss warten, dass er sich wieder einhakt. Nur hak dich ein in den Boden. Jetzt. Ich schlitz euch auf, Püppchen.
Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Ich hab ihn schon ein bisschen was abgezogen. Das ist schon zu sehen. So ungefähr ein Viertel. Schnell weg. Hau mich nicht. Jetzt haut er gleich wieder in den Boden. Halt! Was mache ich denn? Behalte euren Kopf als Trophäe. Oh, er ist zu dicht. Oh, er ist zu dicht. Oh, er ist zu dicht. Ich hab doch gesagt, ich hab meinen ersten. Oh, jetzt. Schnell weg. So. Ja, mach deinen großen Hieb. Oh. Es nähert sich dem Ende. Oh, da haben wir doch gar nicht gekämpft. Macht es kurz. Das würde ich für euch auch tun. Da bist du ja. Was ist los? Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Das habe ich mir gedacht. Aber warum ist sie blind? Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Aha. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück. Also die Räuber waren nicht die, dort die das kroch sie drei Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmagd. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Ich habe so viel gesehen, so viel Tod, so viel Sterben. Ich habe dich gesehen, kleiner Bruder, in einem Ring aus Sand und Blut, einer Arena voller Geheimnisse. Und ich habe gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst, zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen, wie wir alle. Aber bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Ja, nimm mal Abstand. Er wird dich finden, wenn du schläfst und wenn das Tageslicht verblasst. Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss oder zieht Leine. Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Ihr habt doch schon gewonnen. Tötet mich nicht. So will ich nicht abtreten. Was soll ich denn jetzt machen? Ich gehe erstmal das Lager. Ich gehe erstmal hier gucken. So, wir schauen mal, was wir hier so haben.
So, den Trank kann ich gut gebrauchen. Das Geld kann ich auch gut gebrauchen. Nee, das war... Oh, das war ja eine Kiste zum Durchsuchen. Ja, nehmen wir... Oh, halt. Nee, die geht nicht kaputt. Jetzt haben wir alles, ne? Nee, hier ist noch eine Kiste. Damit haben wir unseren ersten Bosskampf hinter uns. Ach du Scheiße, und ich habe mich angestellt. Aber ich habe schon wieder ein bisschen Geld hat's gegeben. Ja, irgendwie tut er mir ja leid. Und er hat meine Schwester beschützt. Ich kann den eigentlich dafür gar nicht töten. Was passiert eigentlich, wenn ich den hier auf? Oh, da gibt's Murmeln. Oh! Immer wenn das so macht, jetzt zum Beispiel, dann ist mein Dings verbraucht. Und noch einmal und... Ich will den... Oh. Ich will jetzt nicht den Zwillingsklinge treffen. Die Räuber werden mir jetzt nie mehr folgen. Oh, Scheiße! Das wollte ich doch nicht! Das wollte ich nicht. Mann! Genau das habe ich befürchtet. Kann man das noch abbrechen? Kacke! Ich wollte es nicht. Tut mir leid. Ach, das tut mir leid. Das tut mir leid. Das war jetzt aus Versehen. Ich wollte ihn nicht töten. Kann ich nicht einfach wegrennen? Hier ist noch eine Truhe. Ich glaube, ich muss ihn jetzt erledigen. Das tut mir leid. Das ist scheiße. Das habe ich befürchtet. Ja, er kommt mir auch hinterher. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Scheiße! Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Hüpf weg! Hüpf weg! Hüpf weg! Hüpf, hüpf, hüpf. Komm aufs große Gelände. Hier ist mehr Platz. Das tut mir echt leid, das wollte ich wirklich nicht. Wo ist er? Da. Oh! Ich sollte mich ein bisschen auf ihn konzentrieren, aber ich wollte jetzt erstmal die Dinger da weg haben. Er läuft noch rum, er läuft noch rum. Ich umkreise dich. Oh, jetzt. Oh, wait. Der kann doch gar nicht mehr viel ab. Ach, da ist doch nur noch so ein kleiner roter Fleck. Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte es nicht. So rachsüchtig bin ich doch gar nicht. Das war nur aus Versehen. Nimm das doch nicht persönlich. Gibt ganz viel Erfahrung. So, jetzt haben wir hier alle beseitigt. Na toll. Ich bin doch kein lieber Fäbel mehr. Und warum habe ich jetzt so eine Dinge da um mich rumkreisen? Zwillingsklinges Elite-Lager. Muss ich die jetzt auch alle abmurksen oder lassen die mich gehen? Räubersiegel. Aha. Ich habe ordentlich Punkte gekriegt.
Blutlinie Teil 1. 5000 Kohle. Und hier ihr ist... Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel gruseliges Lachen zu benutzen. Aha. Na, das müssen wir aber nicht, ne? Ihr habt den Status Vertraut erreicht. Das war ein sehr eindrucksvoller Sieg, o Held. Aber Mace hat Neuigkeiten für euch in der Gilde. Ihr sollt so... Ich sollte zur Gilde reisen, das habe ich schon verstanden. Die tun mir aber auch nichts. Ihr jetzt... habt eine neue Questkarte bekommen. Aha. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja, ich werde auch... Nein, brauche ich nicht. Ich könnte ja mal... kann man eigentlich hiermit nur zur Gilde Folge zurück? Mir. Folge mir. Die folgen mir? Einfach so? Das ist ja interessant. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Lass mich mal durch. Folgen die mir jetzt? Nee. Ich würde noch gern das mit dem... Ich nach Oakville reisen. Zwecks Spaten und so. Und das ist ja gleich hier um die Ecke. Guck mal, hier ist Oakville. Da würde ich gern noch hin. Ich weiß, das ist gleich um die Ecke, aber ist egal. Weil ich vermute mal, so wie die Händler hier, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, das war ja auch in den anderen Fabelteilen so, nachts haben die Händler natürlich ihre Läden geschlossen und deswegen hat wahrscheinlich auch der Händler dort zu. Bin ich hier richtig? Ja. So, der Händler war nämlich da, wo dieses Symbol ist. Ich hätte mir ja auch bei dem Vogel da einen Spaten kaufen können. Hier. Und hier ist zu. Oder? Also, ab in die Falle. Das könnte helfen. Lass mich mal durch. Ich will nach oben. Ich möchte... Was ist mit euch los? Habe ich irgendwas Schlimmes gemacht? So, einmal eine Runde pennen. Hallo. Guten Morgen. Zähne putzen nicht vergessen. Und nach der Toilettenbenutzung die Hände waschen. Jetzt ist dort immer noch zu. Was muss man denn machen, damit hier auf ist? Oh. Naja, es ist dunkel, aber... Noch eine Runde schlafen? Das wird aber ein teurer Spaß. Bei den anderen Fabelteilen konnte man einstellen, wie viel oder wie lange man schläft. Eure Berüchtigung. Haben die etwa Angst vor mir? Ach, das ist vielleicht auch die Verkleidung. Wartet mal. Das testen wir gleich mal aus. Karte, Tagebuch, Fertigkeiten, Werte, Ausrüstung. Oh, ich habe keine Hose. Mir fehlt eine Hose. Räuberhose, Attentäterhose. Wir nehmen das Lehrlingsuntergewand dann. So ist besser. War das ein Händler? Bist du ein Händler? Aber da drüben ist jetzt auch... Ach, das ist der... Nee, das ist doch kein Spielmeister. Münzengolf, kommt her und spielt. Das ist der Bade. Ah, der soll ein gutes... Warte mal, die Baden sind nicht so... Seid gegrüßt, o kühner Held. Ich bin der berühmteste aller Baden. Ja, das glaube ich. Das wird mir jeder sagen. Ich singe euch Lieder. Ich lasse euch nicht lang. Ja, denn... 10 Gold, na klar. Also, mal sehen. Was habt ihr so getrieben? Der Weg von Wahrheit und von Licht lockt diesen würdevollen Mann. Ein paar gute Taten mehr schaden nicht. Er wird Avos größter Fan sodann. Bist du Avos? Na toll. Auch dem Weibervolk von Albion, den Bösen und den Lieben, aha, sind seine Qualitäten nicht unbemerkt geblieben. Oh, das reimt sich.
Geht's noch weiter? Die Händler suchten Hilfe beim Held, auf dass Belverine sie nicht ermorden. Das stimmt. Doch plötzlich hat einer von ihnen gebellt. Ja. Und ist zum schrecklichen Monster geworden. Naja. So einer wie der ist gut fürs Geschäft. Ich will ein Bier. Jo. Dann trink mal dein Bier. Gerade mal 10 Penguins verdient und dann... Ich komme hier nicht durch. Der Händler ist da. Händler? Händler? Ja, ich möchte handeln. Ich brauche... Halt! Ich brauche... einen Spaten. Och, die können wir auch kaufen. Die kann ja nicht... Sockenmethode? Wie gewinne ich mehr Sex-Appeal in nur 10 Tagen? Rät ihren Lesern, echte Heldenposen einzuüben, Flirten zu lernen, schicke Kleidung zu tragen und schlechte Frisuren zu meinen, Freundschaften schließen. Hier kann ich Bücher kaufen. Leitfaden für Furzer. Ihr seid kein böser Mensch. Ich könnte doch mal testhalber ein so ein Dingens kaufen. Oder muss man denn die leeren? Oder was muss man da machen? Wartet mal. Ich werde jetzt erstmal gucken. Habe ich noch genug? Möhre, rohes Fleisch. Tränke, Gesundheitstrank, habe ich 12. Halt! Willenskraft, habe ich 10. Wiederbelebung. Die ist teuer. Naja, lassen wir so. Ja, ich habe einen Spaten gefunden. Aber wenn ihr eine Angelrute über Wasser haltet, erstickt ihr ruckzuck an Schuppen und Gräten. Wenn sich das Wasser kräuselt, wartet vielleicht mehr als nur ein Fisch unter der Wasseroberfläche. Dazu sind die Dinger da, da kann ich angeln. Ah, ich könnte mich als Fischer betätigen. Jetzt muss hier irgendwo am Weststrand. Ist das der Weststrand? Ihr seid ja wohl als Maske. Ja, jetzt müsste ich mal schauen. Wo finde ich denn jetzt hier... Ich mach mal das Fass kaputt. Das kann ich nicht kaputt machen. Na, dann lassen wir es heil. Der Feldspitzpfad, da will ich nicht nochmal hin. Wo finde ich denn jetzt die Stelle für den Schatz? So ein weit nochmals Hallo. Hallo. Am Weststrand. Ob ich nochmal zum Geist gehe? Ah, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Bis dann. Tschüss.